Da ist nochmal ein Speicherpunkt. Aber... Hä? Ich bin gerade eben sehr verwirrt. Was soll ich denn jetzt genau tun? Nee. Wir sind noch nicht bei der Queen. Irgendwas wird passieren. Schauen wir mal, was uns erwarten wird. Doch, wir sind bei der Queen. Hä? Ist es doch das Baby-Metroid, das wir bekommen? Hä? Wow, ich bin gerade eben sehr verwirrt, muss ich echt sagen. Bekämpfen wir die Queen? Mit... Naja gut, jetzt haben wir nicht mehr. Also beim Start hatten wir 45% des Spiels fertig. Ja, jetzt werden wir vielleicht gerade bei 50% sein. Wir haben hier doch schon relativ viel gefunden. Ja, 50%. Ich wollte eigentlich bis jetzt 100% haben. Aber es geht ja scheinbar nicht. Wir müssen scheinbar echt die Queen besiegen, um an die letzten paar Items zu kommen. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut, gehen wir rein. Bekämpfen wir die Queen. Ich bin super gespannt auf den Kampf. Okay, los geht's. Es gibt ja kein Zurück mehr. Wir haben gespeichert, wir haben alles voll. Auf geht's. Oh ja, da ist jemand definitiv nicht amüsiert darüber, dass wir die ganzen Larven platt gemacht haben. Ja, okay, da sollte ich in der Luft bleiben. Oh Gott, komm mal bitte nicht so nahe, meine liebe Dame. Das hier ist die Metroid Queen und sie ist gefährlicher denn je. Ich sag's mal so, zumindest sie sieht richtig cool aus. Sehr echsenartig, muss man sagen. Also doch schon sehr real, was die... Oh, das ist uncool. Sehr real, was die Schuppen und sowas angeht, finde ich. Also schon sehr, sehr cool designt. Was gibt das jetzt? Okay, ein Sprint nach vorne. Au, ah, ist okay. Ich muss hier noch ein bisschen lernen. Wow, die Musik dazu, ne? Ich kann sie gerade nicht unbedingt hören. Aber ich glaube, die Musik müsste man sich nochmal separat anhören, weil ich glaube, die ist gerade ein bisschen krass. Oh, wow. Okay, du machst sehr, sehr viel mit Lasern. Das war irgendwie auch klar. Okay, erste Phase erledigt. Kann ich in dich rein? Doch bestimmt, oder? Ah, okay, ich kann sie kontern. Oh, das sind schöne Farben, die du da hast. Kannst du die bitte für dich behalten? Wäre freundlich. Wie genau umgehe ich jetzt diese grünen Teile? Oh, schlaue. Schlaue Königin. Sie kann mich da tatsächlich... Oh, okay, der Laser macht dezent viel Schaden. Ich habe nicht auf meine Leben geachtet. Okay. Das war interessant. Sagen wir es mal so. Ich muss sie definitiv kontern. Ich wusste nicht. Also den ersten Konter kann man meistens eh nie schaffen, weil man gar nicht darauf vorbereitet ist. Bisher aber ein krasser Kampf. Vor allem, sie scheint dann zusätzliche Hazards zu geben, wie zum Beispiel die grünen Punkte dann. Das ist nicht schön. Definitiv nicht. Aber schon sehr, sehr cool designt. Ich mag die Queen hier. Wie gesagt, sieht sehr cool aus. Ich frage mich aber, ob ich noch... Ich müsste Super Missiles benutzen. Das ist das. Weil sie gibt mir immer wieder Missiles. Deswegen. Also beziehungsweise auch immer wieder Super Missiles, wenn ich sie treffe. Deswegen sind da Super Missiles sehr, sehr... Ja, guck mal. Dadurch mache ich das in 2, 3 Schüssen. Okay, mach den Mund auf. Dankeschön. Und da sind wieder Super Missiles. Deswegen, wie gesagt, definitiv mit Super Missiles daran. Zack. Oh, nee, so. Na, was tue ich denn? Okay, komm schon, gib mir das. Gib mir, oder so. Okay, vielleicht ein Abenteuer, das ich nicht unbedingt haben wollte. Wie das aussieht. Oh, wow, es tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen, Queen. Das muss sehr wehgetan. Wobei, man hat es leider nicht wirklich gesehen, wie das jetzt aussah. Aber es geht auf jeden Fall, dass man die Powerbombe... Also es sah sehr cool aus, dass man... Oh, schön. Okay, da kann ich ja mal mit dem Spider-Ball dagegen gehen. Oh Gott. Hi.
Na, okay. Da bin ich ausgewichen. Das habe ich verstanden, wie das geht. Oh, wow. Okay, sie hält also definitiv auch gut aus. So, ich weiß, was kommt. Ja, kannst mich nicht täuschen. Zack. Und runter mit dir. Na, also. Und nächste Powerbombe. Es tut mir echt so ein bisschen leid. Aber du musst leider draufgehen. Ach, damit machen wir die nächste Phase dann schon. Und sie kann irgendwie gar keine Hazards legen. Ah, doch, jetzt. Ja, das kommt doch sehr spät. Also wir haben jetzt, denke ich, auf jeden Fall mehr Schaden gemacht als vorher. Das ist gerade eben dezent uncool. Kann ich diese grünen Dinge irgendwie umgehen? Oh ja, das ist wirklich sehr uncool. Ah, Mist. Das könnte ich nicht überleben. Ah, schon wieder. Kann ich die nicht irgendwie zerstören? Hier vielleicht? Nö. Da muss ich einfach tatsächlich durch. Ja, und jetzt bin ich so gut wie tot. Na, ich habe so eine grüne Sphäre berührt, verdammt. Ah, gemein. Richtig gemein. Vielleicht hätte ich doch eine kleine Itemtour machen sollen. Ein paar E-Tanks wären hier, glaube ich, gar nicht verkehrt gewesen. Okay, das größte Problem ist, woran erkenne ich denn, wie viel Schaden sie genommen hat? Also von jeder Phase, klar. An ihr. So an sich. Ich mache den Anfang mal mit normalen Missiles. Ja, das war blöd. So den Schaden normal an ihr. Nur so generell irgendwie. Also wie viel Schaden sie generell gefressen hat. Das kann ich gerade irgendwie noch nicht erkennen. Außer, dass sie ab und zu was anderes macht. Aber mit zwei Powerbomben-Intus hat sie doch erst sehr spät diese grünen Teile... Naja, davon darf ich halt nicht getroffen werden. Diese grünen Teile gemacht. Vielleicht an ihrem Magen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Zack und... Nein, was tue ich denn? Ich will dann immer sofort auf Missiles umwechseln, weil ich es so kenne. So, in sie rein und die Powerbombe. Boom. Na, also. Weil wie gesagt, jetzt ist sie halt bloß von ihrer nächsten Phase schon fast erledigt. Aber grundlegend ja nicht irgendwie sonst geschwächt. Oh, das war wieder knapp. Na, guck mal, jetzt ging sie aber auch bloß irgendwie an die Wand. Ach so, ja klar, weil sie das gemacht hat in Kombination. Ah, wahrscheinlich kann sie dann so ein paar verschiedene Fähigkeiten. Ich bin schon wieder beinahe down. Ein, zweimal blöd vom Laser treffen lassen und dann war es das halt auch schon. Und ich kann mich dann halt... Nee, ich muss das... Ich darf da nicht so viel Space Jump arbeiten, sondern ich muss da mehr mit... Okay, das hilft nichts. Selbst das Spider-Ball hilft da nichts. Sondern ich muss da tatsächlich mehr mit Spider-Ball arbeiten, tatsächlich. Zum Beispiel jetzt muss ich hier nach oben gehen. Und dann gleich nach unten fallen, damit sie mich nicht runterstampft. Na komm. Oh Gott, nein. Ich dachte, ich wäre weit genug oben. Ah, verdammt, da muss ich mich gerade echt ein bisschen anpassen. Weil vor allem, sobald die grünen Punkte kommen, habe ich nicht genügend Manövrierfähigkeit. Oder halt Manövrierraum, um da mit dem Space Jump durchzukommen. Da muss ich definitiv auf den Spider-Ball wechseln. Das könnte ich theoretisch... Das ist ein gemeiner Anfang. Vor allem, weil du jetzt gleich... Nee, gar nicht. What? Das habe ich da gerade nicht getroffen. Okay, der Laser. Und wie gesagt, der Laser jetzt ist natürlich keine große Bedrohung. Aber je nachdem, was sie halt macht, ist es auch sehr viel gefährlicher. Okay, das Feuer unten hat sehr, sehr lang gehalten. Das war ein gewisses Problem. Achso, okay. Stampfen kannst du also auch ohne Combo. Auch interessant. Hier habe ich jetzt halt gar kein Problem. Das ist klar, wenn sie den Boden so weglasert. Und selbst wenn sie die Decke da noch macht, ist es keine große Sache. Weil bis die Decke ja dann wirklich gefährlich wird, oder der Laser, bin ich ja auch schon dann wieder weg. Okay. Mal versuchen, in der ersten Phase gar keinen Schaden zu bekommen. Na also. So. Jetzt können wir gleich mal auf Supermissile schalten. Ja, sie geht dann noch mal ein bisschen zurück. Ein bisschen zurück. Verdammt. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ja, und jetzt sollte ich schon wieder nicht so sein. Jetzt werde ich wieder vom Laser... Ja, das ist halt echt das Problem. Diese grünen Kugeln machen mir echt Probleme. Ja, ich dachte, ich bekomme sie gleich aus der Phase raus. Ja, da brauche ich auch den Ball. Was tue ich denn? Mann! Und gleich wieder das, natürlich. Das machst du, glaube ich, immer so, oder? Ich kam da gerade nicht an die Wand ran. Na, großartig.
Ja, ich habe bloß noch einen E-Tank und tot. Da hatte ich aber auch gerade, diese grünen Bälle sind so fies und ich weiß gerade nicht, wie ich denn ausweichen kann. Oder wie ich mit denen klar... sind die Wall Shield? Mache ich mit dem Boss gerade wieder schwieriger, als es sein muss? Weil das ist gerade echt mein größtes Problem. Aber grün heißt doch bestimmt Wall Shield, oder? Bestimmt. Das ist ein unfairer Start. Also nicht unbedingt unfair, aber fies, wenn du schon so angestürmt kommst. Lese von unten. Ich dachte jetzt aber echt nicht, dass wir uns jetzt gerade um die Queen kümmern, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist interessant. So hatte ich die Aufnahme definitiv nicht geplant. Aber es kommt halt selten so, wie man es plant. Okay. Nur nicht zu greedy sein. Das ist halt das Problem. Das bin ich bisher immer. Und deswegen gehe ich immer sehr schnell drauf. Jetzt nochmal ein Stück zurück. Ja, und jetzt. Na, also. Ich hätte es beinahe... Ich hab's schon wieder. Nein, was... Es ist echt schlimm, weil ich hab die Angewohnheit, sofort die Missile-Taste zu drücken. Sobald ich den Konter mache. Das ist halt echt ein Problem. So, bam. Okay, Super Missiles. Und dann sollten die nächsten Phasen, die darauf kommenden nächsten Phasen, auch sehr leicht gehen. Naja, und nö. Das macht unendlich viel Schaden von dem Wall Shield. Nee, das ist definitiv nicht den Boss. Also dadurch kann ich mir den Boss definitiv nicht leichter machen. Ich habe mir jetzt einfach bloß komplett die komplette Ain-Energie verhauen. Das ist das größte Problem. Ja, Mann. Wow, okay. Eine Sache, mit der ich nicht gerechnet hätte, dass das nicht funktioniert. Gut, sehr schnell nach oben. Und dann halt hier versuchen, einen Punkt zu finden, wo ich dann runterfallen kann. Weil sie haut mich ja runter. Außerdem, ich kenne die Musik, aber theoretisch nicht von der Queen, oder? Das ist nicht die ursprüngliche Queen Slayer, also die Queen-Musik. Aber woher kenne ich denn die Musik? Da bin ich mir jetzt... Oh, ja, vergessen. Okay, so. Meine Güte, zum Glück bleibt sie so lange offen. Weil ich vermassel es immer wieder. Ja, das tut halt auch schon verdammt weh. Zack. Okay, nächstes. Was jetzt? Du kommst gefährlich nahe. Okay, deswegen. Bloß normale Missiles, verdammt. Nicht gut. Ich habe wieder ein bisschen... Oh. Das hat sie bisher auch noch nicht gemacht. Oh, ich kann sie ja auch mit normalen Schüssen bekämpfen. Achso, klar, falls man... Das ist richtig. Was soll ich denn jetzt tun? Die Wand ist noch. Hä? Was? Die Wand war halt noch die ganze Zeit. Wie mies war das denn? Okay, nächste Phase. Wow, krass. Okay, jetzt bleibt sie rot. Ich glaube, sie ändert einfach ihre komplette Farbe dann. Das war aber richtig mies. Da wusste ich gerade echt nicht, wie ich durchkommen soll. Jetzt muss ich das bloß noch überleben. So, nochmal drauf. Und ich glaube, das war's. Puh, damit haben wir die Queen erledigt. Sie war sehr, sehr cool und sie hatte eine Strategie so an sich, sage ich mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fand die Queen im Original trotzdem besser. Jetzt so direkt gesagt. Wobei die auch sehr cool war. Und damit sind wir beim Ei.
Oh, es ist voll niedlich. Es ist in dem Teil sogar noch niedlicher als jemals zuvor. Das kleine Baby-Metroid haben wir jetzt an unserer Seite. Oh, wie gesagt, es ist total niedlich. Ja, und damit kommen wir jetzt hier durch. Aber jetzt bin ich gespannt. Oh. Und die Musik. Schön. Jetzt bin ich gespannt. Wie kommen wir jetzt zu unseren 100%? Weil das Baby-Metroid ist der Schlüssel an sich. Was ich ganz am Anfang irgendwie auch vermutet hatte. Also nicht unbedingt vermutet, aber so, sieht aus wie die Steine vom Baby-Metroid. Habe ich ja auch am Anfang gesagt. Ja, das war's dann tatsächlich auch. Nee, das ist alles Crumble. Irgendwo wird was angezeigt. Oh. Aha. Schlau. Und damit haben wir uns aus dem System gecheatet. Yes. Und die Musik beginnt wieder, obwohl eigentlich nichts mehr Gefährliches ist. Ja, du kleines Baby-Metroid. Es ist voll niedlich. Das ist unglaublich niedlich, das kleine Baby-Metroid. Schön. Dadurch haben wir uns tatsächlich aus dem System gecheatet. Du musst draußen bleiben. Speichern ist nichts für kleine Baby-Metroids. Und können jetzt tatsächlich mit dem Baby-Metroid nochmal die ganze Karte erkunden? What? Wie cool ist das denn? Also, es ist auf der einen Seite sehr merkwürdig, auf der anderen Seite auch richtig süß und cool. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir nicht länger die Sache stehen, sondern gehen die 100% Item-Tour an. Die wir tatsächlich erst machen können, nachdem wir den Endboss besiegt haben. Was merkwürdig ist, weil ich brauche es jetzt nicht mehr, das ganze Zeug. Das ist halt das Problem dran. Ich habe ja damals gesagt, es wäre, als würde man in Super Metroid eine Item-Tour machen, nachdem man Mother Brain besiegt hat. Es macht keinen großen Sinn, weil alle Items, die ich jetzt finde, also zumindest diese beiden Items, die ich davor nicht holen konnte, die könnten genauso gut einfach bloß ein Glückwunsch, du hast mich gefunden Schild sein, weil es macht keinen Unterschied mehr, weil ich diese Sachen nicht mehr brauche, um zum Beispiel den Boss zu besiegen. Das ist halt das Schwachsinnige dran. Wie gesagt, ich sammle jetzt Items, die mir absolut nichts mehr bringen, weil ich das Spiel geschafft habe. Ich habe den theoretisch schwersten Boss hinter mir. Zumindest gehe ich davon aus, dass es... Vielleicht gibt es ja noch irgendwie Secret-Bosse, das werden wir dann schnell genug herausfinden. Aber im Endeffekt... Ich denke, man kann meinen Standpunkt nachvollziehen. Es macht keinen Sinn, ein Item zu sammeln oder halt Waffenstärkung, Energietanks und sonstige Sachen jetzt einzusammeln, wenn ich weiß, dass es keinen Feind mehr gibt, den ich bekämpfen muss, weil ich alle Metroids erledigt habe. Außer das eine kleine süße Schwabbel-Metroid, das uns jetzt verfolgt. Also von dem her, ja, jetzt sind alle Sachen, die ich jetzt einsammle, sind eigentlich hinfällig. Und das ist gerade ein bisschen, das ist ein komisches Gefühl gerade eben, muss ich sagen. Dass es in sich gerade eben keinen großen Sinn mehr macht, die 100% zu sammeln. Außer für das Ending und außer für die Galerie, glaube ich, die man freischaltet. Das ist die Sache. Also von dem her, irgendwie ein komisches System, sage ich mal. Also komisch gelöst. Kannst du eigentlich jetzt angreifen? Nö. Also es hilft uns tatsächlich bloß bei den... bei diesen Kristallen. Okay. Hätte ja sein können, dass es jetzt für uns kämpft. Wäre schön gewesen. Aber wie ist diese Maschine dorthin gekommen? Hier waren gerade eben noch Larven-Metroids. Das kann an sich nicht sein. Die Spinnen kann ich ja verstehen, aber die Maschinen eher nicht. Ja, aber es ist gerade ein bisschen ein komisches Gefühl, muss ich definitiv sagen. Dass wir jetzt das Baby-Metroid bekommen haben. Ist zwar cool mit ihm, vor allem ist es so süß, wie es halt die ganze Zeit hin und her springt. Es sieht voll neugierig aus. es ist zwar schön, dass wir mit dem jetzt die Karte nochmal durchgehen können, also das Spiel, aber so an sich gesehen, ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt theoretisch beenden sollte und dann nochmal, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich dann nochmal von dem Punkt aus laden kann. Deswegen will ich jetzt eigentlich die 100% machen, weil es gibt halt Spiele, da macht man theoretisch das Ende und dann spawnt man wieder vor dem Ende. Und es gibt halt Spiele dort. Aber wobei, ich habe ja jetzt gespeichert. Ja, nee, es ist die gleiche Sache.
Wie gesagt, es gibt Spiele, die sagen dann theoretisch, okay, du hast es geschafft, der Spielstand ist jetzt beendet, du kannst nur neu anfangen. Und es gibt Spiele, die sagen, okay, das ist dein letzter Save, du hast das Spiel zwar geschafft, Glückwunsch, aber dein letzter Save ist trotzdem der, den du vor dem Boss gemacht hast. Ich weiß jetzt nicht, wie Samus Returns da reagiert. Und ich will jetzt theoretisch nicht das Spiel nochmal spielen müssen, nur weil ich jetzt theoretisch mit 50% das beende, weil ich es jetzt hätte beenden müssen. Ich glaube nicht dran, dass es so ist, aber wir werden sehen. So, hier haben wir nochmal den Bereich vom Sudden Metroid Spike. Es ist echt niedlich, muss man einfach sagen. Es ist wirklich richtig niedlich. Aber wir können es ja jetzt genauso auch so machen und dann einfach jetzt die 100% Item Tour angehen. Und wie gesagt, machen wir es halt einfach so. Dann verzögert sich jetzt halt das Ende, aber jetzt haben wir halt schon die Queen besiegt. Das heißt, jetzt hat man schon was Besonderes und da gibt es jetzt halt ein paar Stellen, sage ich mal, die nicht so ganz interessant sind, also halt Items sammeln, das jetzt, wie gesagt, an sich hinfällig ist, weil wir haben eh keinen Boss mehr, bei dem wir sie einsetzen können. Aber ja, dann hatten wir zwar Spannendes, dann kommt die Item-Tour und dann kommt das große Finale. Wobei das Finale dann halt irgendwie auch nicht so interessant ist. Es ist blöd gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gefällt mir gerade eben nicht. Jetzt auch aus Sicht meines Let's Plays ist das Finale dann, dass wir hier theoretisch die letzten Items holen und dann halt da rausgehen. Aber es ist nicht so, yes, Queen besiegt, Metroid geholt und nach draußen. Das ist halt so dieses eigentliche, dieser Abschluss. Und das macht ein Spiel gerade eben, das macht gerade eben den Flow des Spiels kaputt, muss ich sagen, diese Item-Tour. Deswegen gefällt sie mir gerade eben auch nicht. Das ist eine schöne Idee, aber wenn man jetzt es spielt, also spielerisch, ist es absolut dämlich gelöst. Muss ich echt sagen. Das ist, stimmt mich fast schon traurig, das sozusagen. Aber, und wie gesagt, die Idee an sich ist schön, nur die Arme waren zu kurz. Nee, aber es wurde einfach nicht genug drüber nachgedacht, was das für Konsequenzen hat und was es auch für Spielgefühl heißt, weil ich werde jetzt gerade aus meiner Siegestour theoretisch so ein bisschen herausgerissen. Und wie gesagt, ich will eigentlich für die 100% nicht das ganze Spiel nochmal spielen. Und da ich nicht weiß, wie es sich mit diesem Spiel verhält, will ich das jetzt auch nicht riskieren. Deswegen, ja, gehen wir die Item-Tour an, wie schon gerade eben gesagt. Es tut mir leid, dass jetzt theoretisch dieser Höhepunkt von dem Metroid, von dem Queen-Kampf theoretisch jetzt nicht das Finale ist, wo wir das Spiel jetzt beenden und mein Resümee kommt, sondern dass jetzt noch die eher langweilige Item-Tour kommt. Ich versuche mich aber zu beeilen und ich versuche so schnell wie möglich das ganze Zeug zu holen, damit das Ganze nicht so lange sich verzögert und wir dann das Baby Metroid mit nach Hause nehmen können. Oder beziehungsweise komischen Forschern stiften können, dass es dann von Ridley geraubt wird und wir Super Metroid anfangen können. Aber hey, da muss ja keiner wissen, was in Zukunft passiert, ne? Das behalten wir schön für uns, die wir die Zukunft kennen. Na gut, auf in den gruseligen Zwischendimensionsteleporter. Ja, Teleportstation verwenden. Mit dem Baby Metroid, yes. Und dann würde ich sagen, ja, wir sehen ja, wo wir überall Sachen haben und halt kaum mal über 50%. Oh, wow, da haben wir sogar 60% hinbekommen. Krass, wie man einfach sieht, wie es immer mehr wird, ne? Schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir an die Oberfläche und holen uns dort mal die ersten paar Items. Ja. Und los geht's. Beam me up, Scotty.